Was ist eigentlich ein Informationssystem? Kann man das einfach so erklären? Wo steckt denn überall ein Informationssystem dahinter? Schauen wir uns dazu einmal unsere Umgebung an. Unsere Umwelt, in der wir uns bewegen und mit der wir interagieren. Es gibt unheimlich viel Information, mit der wir dabei in Kontakt kommen und die wir verarbeiten müssen. Wir kommunizieren mit unseren Freunden, versenden Nachrichten per E-Mail oder über soziale Netzwerke. Wir bestellen Produkte online. Wir müssen zum Arzt oder haben einen Termin im Büro, in der Schule oder an der Universität. Und möglicherweise buchen wir unseren nächsten Flug auf einem Vergleichsportal. Überall dort haben wir in irgendeiner Form möglicherweise mit Menschen und Systemen zu tun, die uns dabei unterstützen, diese Informationen zu erstellen, zu suchen, zu bearbeiten, beziehungsweise zu verwalten, abzuspeichern und mit anderen Personen auszutauschen. Da haben wir also das Wort Information und System. Aber heißt das jetzt, dass alles ein Informationssystem ist? Versuchen wir es anders, mit einer Definition. Nach Hansen, Neumann und Mendling besteht ein Informationssystem aus Menschen und Maschinen, die Information erzeugen oder benutzen und die durch Kommunikationsbeziehungen miteinander verbunden sind. Das heißt, wir haben Menschen, Maschinen, Informationen und Kommunikationsbeziehungen. Gut, jetzt wissen wir theoretisch, was ein Informationssystem ist. Aber wie können wir uns das jetzt genau vorstellen? Versuchen wir es mit einem Beispiel und gehen zurück in der Zeit. Ohne Internet und ohne Rechner. Stellen wir uns dazu eine Bibliothek vor. In einer Bibliothek können Bücher gesucht und ausgeliehen werden. Dazu musste man in einem Katalog nach dem richtigen Regal suchen, das Buch erstmal finden und beim Schalter ausleihen, sich registrieren oder eintragen und festhalten, an wen und bis wann das Buch ausgeliehen wurde. Das alles wurde möglicherweise auf einem analogen A4-Zettel vermerkt und in einem Ordner abgeheftet, um es dann in einem Regal abzustellen. Alles ohne ein Informationssystem. Es sind zwar Menschen, Informationen und auch Kommunikationsbeziehungen im Spiel, aber eines fehlt noch: die Maschinen. Wie sieht eine Bibliothek heutzutage aus? Man sucht über ein Portal nach dem richtigen Buch, bekommt eine Ortsangabe, entlehnt das Buch beim Automaten, der Name, Buch und Fristen speichert und mich früh genug daran erinnert, dass ich das Buch auch wieder zurückbringen muss. Die Bibliothek hat dadurch Zeit, sich auf neue Projekte zu fokussieren, wie zum Beispiel einen innovativen Rückgabeautomaten. Genau das ermöglicht ein Informationssystem. Es unterstützt den Betrieb eines Systems, zum Beispiel mit einer Datenbank, in der Informationen gespeichert werden können. Es ermöglicht die computergestützte Verarbeitung dieser Informationen über ein Programm. Und ermöglicht es Menschen mit diesem System über eine Benutzeroberfläche zu kommunizieren, sei es über das Web oder vor Ort an einem PC. Somit haben wir Informationssysteme definiert. Schau dich doch gleich selber mal um, wo du in deiner Umgebung Informationssysteme findest.